Heute findet zum ersten Mal der Kavala statt. Polnische Autoschiebermarkt statt. Das Problem ist, die Polen sind gar kein Parkplatz mehr. Da kommt schon wieder ein polnischer Autoschieber an und sucht einen Parkplatz. Jörg? Bei der Parkplatzwahl müssen sich die Polen langsam irgendwie was einfallen lassen, damit sie noch einen Parkplatz bekommen. Oh, da kommt auch schon der nächste polnische Hubschrauber, der wahrscheinlich in Deutschland gebaut wurde, und sucht einen Parkplatz. Wollen wir mal gucken, wo er hier ist. Unterhalten sich da angeregt Käufer und Verkäufer über die Preise der geklochten Autos. Okay, das sind eigentlich mal polnische Wertarbeit. Sauber gelandet auf. Auf dem deutschen LKW. Oh mein Gott! Der Hubschrauber fällt runter! Oh mein Gott! Oh schade, jetzt kann ich es nicht sehen. Wurde der Polnische auf der Hände getötet durch die Landung seines polnischen Kollegen auf den polnischen geklauten LKW, auf den deutschen geklauten LKW, von Polen natürlich geklaut. Oh mein Gott, ich hoffe, hier kommt jetzt Feuerwehr. Ja, weg hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da stehen sie unten rum, die dummen Polen. Was noch? Wie heißen die dummen Polen denn? Zivilist. Das ist was Dämliches. Ein Zivilist. Ja, irgendwie explodiert das hier gar nicht alles, ne? Moment, ich kümmere mich gerade drum. Ich hab mir das anders vorgestellt. Oh, ist die voll die Rauchbahn. Scheiße, die Karre explodiert gar nicht. Ich sehe da schon voll viele Fahrzeuge. Jetzt hab ich unter dem Truck. Ja, dann nimm irgendwas anderes. Ja, toll, jetzt gehen die ersten Feuer schon wieder aus. Ja, es sind noch voll viele Fahrzeuge weg. Ganz ja, kaputt. Die sind einfach verschwunden, ey.
Aber hier ist irgendwas passiert, oder? Also die Message des Videos soll einfach sein, ey, was da passiert denn passiert hier? was, da passiert Was was. machen die hier? Warte mal, da kommt jetzt noch, glaube ich, ein polnischer Selbstmordattentäter, glaube ich, an rechts rein. Also die Message an die Polen soll einfach sein, es lohnt sich. Nein, nicht wegfahren. Nicht wegfahren. Von da hinten kommt jetzt gleich mit ziemlichem Speed. Bis sollte eigentlich ein Auto ankommen. Da wird nichts draus. Okay, da kommt jetzt der blaue Blitz, kommt da angelaufen. Wo ist das da, Auto? Das ist gut. Wo ist das Auto, mit dem du ihm da nach da hinten? Das ist kaputt. Ey Leute, kann man jemand das Quad ausschließen? Oh, ne? Ach, kann ich nicht mehr. Scheiße. Nee, ich hab doch keinen Schlüssel mehr. Okay. Boah, ich hab jetzt noch 4 Frames, ey. Okay, jetzt wieder, ey. Die Message soll einfach sein. Oh oh. Was hat denn da jetzt piep 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 gemacht? Oh oh. Oh oh. Wer war das? Es war ein bisschen hier. Mein ganzer Anzug ist voller Blut. Oh mein Lass Gott. Lass es krachen. Aber was piept denn da? Das sind, glaube ich, die polnischen Ohren. Ja. Aber die Message soll einfach sein, Polen klaut nicht unsere deutschen Autos. Das soll, glaube ich, die Message sein. Zum Glück ist mein Haus da hinten nicht hochgegangen. Das ist übrigens mein Haus. Hier auf dem Server kann man übrigens Häuser mieten. Was richtig geil ist, weil man seine ganzen Waffen im Haus bunkern kann, in Kisten. Video erfolgreich aufgenommen. Obwohl mir das noch ein bisschen zu wenig Dienst war. Da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Noch mehr. Ja, wo denn? Wann denn? Jetzt? Ja, jetzt geht sogar über C4. Ja. Okay, da ist ein Pole, der versucht hat, C4 zu zünden. Wollen wir ihn mal beobachten? Kommt schon, also jetzt. Ja, viel einfacher gegangen, wenn du einfach eingestiegen wärst, Steven. Es wäre viel einfacher gegangen, wenn du einfach eingestiegen wärst. Also jetzt sind wir hier in Polen, da versucht er irgendwie Fahrzeuge zu sabotieren. Ich auch nicht, ey. Ich klappt ja gar nichts, Leute. Muss Glas krachen. Wo muss ich jetzt drauf achten? Links, rechts? Jetzt achte auf alles. Okay. Totale. Ach, da überall, wo ein Dreieck ist. So ein genau. Dreieck, so. Das okay. Ich zünd jetzt. Okay. Jo. Hau rein. Okay. Och man, jetzt hab ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, wie seid ihr denn da hinten gestorben? Stimmt hier? Jetzt gibt's eine Kennzeichnung. Jetzt erst. Kommst ja immer noch. Oh, geil. Das hört ja gar nicht mehr. Also der Efred ist nicht kaputt gegangen, glaube ich. Nee? Nein? Mit der Schutzfallexplosion überstanden. Okay, Leute, wir geben es zu. Wir hatten eigentlich geplant, dass es eine Explosion rund um den Marktplatz gibt. Das war ja wohl nichts. Aber das war irgendwie, ja gut. Ja, wir sind halt in Polen. Hilfe, 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 Hilfe. Brennende Flagge. Wir sind halt in Polen, da klappt das halt nicht immer so auf dem ersten Mal an. Dings da, Bumstar. Nein, das Quatsch steht auch noch. Sieht aber schön aus. Ja, okay. Das ist jetzt mal. Steven, du fehlst noch.